Sit ist die flüssige Form von satt. Riboflavin, lecker. Aber ganz ehrlich, jemand, der nicht schmeckt, dass er einen Zuckerersatz trinkt, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Hey Leute, hier ist einmal mehr der Sa. Und heute stelle ich euch vor, den Energy Drink mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich werde euch etwas zu den einzelnen Sorten sagen, euch zeigen, wie die aussehen und alle nochmal verkosten. So, fangen wir mal an mit dem Apfel-Energy Drink. Alle Sorten haben ihre Berechtigung, bis auf eine, meiner Meinung nach. Und die Apfelsorte hat auf jeden Fall ihre Berechtigung. Es ist nicht meine Lieblingssorte, aber sie ist auf jeden Fall gut und erfrischend. Nur finde ich sie ziemlich sauer. Und das ist der Grund, warum ich sie nicht immer mag. Kostet 29 Cent. Alle Sorten gibt es exklusiv im Kaufland zu kaufen. Und der zuckerfreie Energy Drink von Crazy Wolf kostet 25 Cent. Also der riecht einfach nach Apfel. Dieses künstliche Apfelaroma, das man so kennt, ne? Also grüner Apfel eigentlich, würde ich sagen. Also wenn ihr eine Süßigkeit habt, so wie zum Beispiel Apfelringe, das ist dann das Aroma, ne? Das riecht nicht wie ein wirklicher Apfel, also teilweise. Aber eigentlich ist es so dieses Süßigkeiten-Apfelaroma, das jeder kennt, ne? Ja, sehr sauer und erfrischend. Der Kaloriengehalt ist gleich bei Apfel und Heidelbeere mit 45 Kilokalorien pro 100 Milliliter. Was ziemlich an der Grenze ist. Also man könnte es schon sehr gut mit Eis trinken, finde ich. Aber es ist noch in Ordnung, um es einfach nur so zu trinken, ne? So, dann die neue Sorte. Tropical. Also tropische Früchtegeschmack ist es, ne? Und die wurde wohl gegen die alte Sorte Citrus ausgetauscht. Die war auch wirklich nicht so gut. Also ich finde die Sorte hier besser. Ich finde es trotzdem schade, dass die Citrus-Sorte weg ist. Aus Nostalgiegründen sozusagen. Ich finde es immer schade, wenn eine Sorte ganz verschwindet. Aber wenn schon eine verschwinden musste, dann ist es gut, dass es die Citrus-Sorte war. Weil die war wirklich die schlechteste. Also die, die am wenigsten gut war. Und die Tropical-Sorte hat 44 Kilokalorien pro 100 Milliliter. Also die nehmen sich gegenseitig nicht viel. Das ist immer so ziemlich das Gleiche. Und alle Sorten haben den gleichen Koffeingehalt von 30 Milligramm pro 100 Millilitern. Das ist ja so knapp unterhalb von der Maximalgrenze. Denn 32 Milligramm wären erlaubt. So, also Tropical riecht, ja, wie so ein Multivitaminsaft ein bisschen. Natürlich etwas künstlicher, erfrischend, aber angenehm. Also jetzt nicht so künstlich, dass es unangenehm wäre. Ich muss aber sagen, das ist zusammen mit Apfel so die Sorte, die ich am wenigsten trinke von den Fruchtsorten. Ja, hat auch eine gute Säure, ja. Sehr erfrischend. Aber ein bisschen warme, tropische Töne sind drin, tropische Aromen. Ich denke, manche könnten es als künstlich empfinden. Ich persönlich finde es okay. Also ich erwarte jetzt auch nicht bei einem Energy Drink, dass das irgendwie zu 100% aus Fruchtsaft besteht. So, als nächstes haben wir den Heidelbeer. Und hier haben wir schon meine zweite Lieblingssorte, ne? Die ist auf dem zweiten Platz bei mir. Und ich finde, die Farbe ist auch sehr gut getroffen. Meistens sehe ich die Farbe aber nicht, weil ich aus der Dose trinke. Und das ist so ziemlich der Crazy Wolf mit den natürlichsten Aromen. Ich finde, es riecht wirklich wie Heidelbeere.
Es ist nicht so intensiv, aber wenn ihr eine Heidelbeere esst, die ist auch nicht so intensiv, finde ich. Von dem her passt es irgendwie und es ist auch der mildeste Energy Drink, wo halt nicht so viel Aroma einfach drin ist, sodass ihr den Geschmack lange im Mund habt. Der ist halt sehr gut zum Runtertrinken. Also wie gesagt, der ist ein bisschen milder. Er schmeckt auch nicht so süß, obwohl er eigentlich schon ziemlich viel Zucker drin hat. Er ist auch nicht so sauer. Und er schmeckt wirklich lecker nach Heidelbeere. Also das ist mein zweiter Lieblings-Energy-Drink von Crazy Wolf. Und als nächstes kommt mein absoluter Liebling. Der ist wirklich so geil. Wenn man den oft trinkt, man gewöhnt sich irgendwie an das Aroma, dann ist es nicht mehr so geil. Aber wenn ich den dann eine Weile nicht mehr getrunken habe oder so, dann ist es wieder so geil, dieses Himbeeraroma. Wirklich der Oberhammer. Ja, ist fast die gleiche Farbe wie der Heidelbeer. Ist auch der gleiche Farbstoff, nämlich Karottenkonzentrat aus schwarzer Karotte. Ja, die schwarze Karotte ist eigentlich eher lila. Und das ist einfach der geilste Geruch. Ich kenne das halt auch aus meiner Kindheit, ne? So Himbeergötterspeise. Und das ist so richtig intensiv, so richtig haut voll rein. Das ist mein allerliebster Energy Drink. Und wenn ich bedenke, dass ich den für 29 Cent bekomme. Also ich hole eigentlich nur Crazy Wolf palettenweise und andere Energy Drinks nur sporadisch. Und das hier ist der absolute Oberhammer. Finde ich so geil. Der ist schon wieder deutlich saurer als der Heidelbeer. Und der hat zusammen mit dem Originalgeschmack Energy Drink hier von Crazy Wolf, mit dem herkömmlichen Geschmack Crazy Wolf, der orange ist, da steht keine Sortenbezeichnung drauf, hat er zusammen 118 Kalorien pro Dose, also 47 Kilokalorien pro 100 Milliliter. Also hier ist am meisten Zucker drin, ne? Aber ich finde, man schmeckt es auch nicht so beim Crazy Wolf. Wenn ich manchmal die Monster Energy Drinks trinke oder Rockstar, die sind mir dann zu süß, also viel zu süß. Aber die haben auch jenseits der 50 Kilokalorien haben die ihren Zuckergehalt pro 100 Milliliter. Aber das hier ist wirklich der Oberhammer. Mit Eiswürfeln ist es aber noch geiler, vor allem im Sommer. Wenn man etwas mehr Flüssigkeit braucht, ist es einfach besser. Man macht dann ein paar Eiswürfel rein. Im Winter, wo man sowieso nicht so viel trinkt, da trinkt man das dann halt so, ne? Dann isst man auch meistens Sitt nach einer Dose, ne? Also Sitt ist die flüssige Form von satt. Wirklich geiles Zeug. So, und jetzt komme ich zu meinem kleinen Sorgenkind. Das ist nämlich der normale Energy Drink. Der Originalgeschmack, der von Red Bull abgekupfert worden ist. Weil Red Bull hat ja das Original erfunden, soviel ich weiß. Wenn ihr mehr wisst als ich, schreibt es in die Kommentare. Und die Sorte kaufe ich mir eigentlich nie. Aber vielleicht bin ich jetzt doch überrascht, wenn ich es nochmal probiere. Hauptsächlich wahrscheinlich Zuckercouleur. Ja, der hat Farbstoff Zuckercouleur E150D und Riboflavin. Riboflavin, lecker. Also er riecht eigentlich ganz gut. Riecht so ähnlich wie Red Bull. Oder wie Effekt. Hat ein bisschen wärmere Töne drin. Ich finde es jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also erstmal ist er zu süß, finde ich. 47 Kilokalorien ist dann doch ein bisschen zu viel Zucker.
Oder in Gramm ausgedrückt, 11 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Ja, vielleicht ist er einfach nur ein bisschen zu süß, ne? Dann wäre er vielleicht auch besser. Vom Aroma her finde ich ihn jetzt gar nicht so schlecht. Hatte ich ihn schlechter in Erinnerung. Vielleicht sind da einfach auch Produktionsschwankungen drin. Kann ja auch sein, ne? Man hört es ja öfter mal, dass eigentlich nur irgendwelche Produkte von größeren Firmen, größeren Produktionsstätten da umgelabelt werden, ne? Vielleicht ändert sich ja auch manchmal auch der Hersteller oder so. Wobei bei den Sorten hier würde ich das auf jeden Fall merken, bei den beiden hier. Glaube ich zumindest. Aber die können ja auch die Rezeptur weitergeben oder so. Also ich finde ihn nicht schlecht. Wenn ihr süßere Energy Drinks mögt, könnt ihr euch der interessieren. So, jetzt kommen wir zum letzten. Der Crazy Wolf ohne Zucker. Ich persönlich, ich kann keine kalorienfreien Getränke trinken. Ich mag das nicht. Ich merke das auch sofort, wenn mir jemand eine Cola unterjubeln will, wo kein Zucker drin ist. Und ich finde zuckerfreie Energy Drinks wirklich schrecklich. Aber jetzt probiere ich es halt nochmal. Ja, das Aroma ist so ziemlich das gleiche, ja. Vielleicht ein bisschen abgeschwächt, oder? Kann es sein, dass der Zucker irgendwie Aromen transportiert? Kann nicht sein, oder? Aber der riecht intensiver, finde ich. Und ich meine, er riecht auch süß. Eigentlich bin ich ja der Meinung, Zucker kann man nicht riechen. Wenn man an einem Zuckerpaket riecht, riecht man ja auch nichts. Oder an Zuckersirup oder sowas. Aber trotzdem riechen ja manche Sachen süß, ne? Ist komisch irgendwie. Naja, irgendwie glaube ich rieche da schon, dass da kein Zucker drin ist und Süßstoff. Aber kann natürlich auch Placebo-Effekt sein. Probiere ich mal. Wenn man es eiskalt trinkt und dann schnell runter, dann geht es schon irgendwie klar. Wenn man jetzt Candida hat oder sowas oder Diabetes oder was weiß ich was, dann kann man das ja irgendwie nehmen als Ausweichprodukt. Ist dann immer noch besser als gar kein Energy Drink, meiner Meinung nach. Aber ganz ehrlich, jemand, der nicht schmeckt, dass er einen Zuckerersatz trinkt, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Und auf der anderen Seite, wenn ihr genau wisst, ihr schmeckt da sowieso keinen Unterschied, dann verstehe ich nicht, warum ihr überhaupt noch Zucker trinkt. Ich kenne viele Leute, die sagen, oh ja, für mich schmeckt eine Coke Zero genauso wie eine normale Coca-Cola. Ja, warum trinkt ihr dann nicht einfach die Coke Zero? Ja gut, gibt es auch wieder Leute, die meinen, dass Süßstoffe ungesund sind. Die werden ja in der Schweinemast verwendet. Also das ist natürlich das Schlechteste für mich. Also in der Reihenfolge würde ich jetzt sagen, Himbeer ist am besten, Heidelbeer am zweitbesten. Wenn ich mich jetzt hier entscheiden müsste zwischen einem Platz, dann würde ich sagen, Apfel ist am drittbesten, der Tropical ist am viertbesten. Und ja, also den würde ich mir nicht kaufen, da gibt es bessere Alternativen. Er ist besser als der King Kong vom Lidl, finde ich. Aber zum Beispiel der Power-Up vom Real, der ist deutlich besser. Der kostet allerdings auch fast das Doppelte. Und am schlechtesten natürlich der ohne Zucker. Ist für mich ganz klar eigentlich. Jetzt kommen wieder die Leute und schreiben, ey du Hurensohn, warum ist Apfel auf dem dritten Platz, Mann? Apfel ist am geilsten, Mann. Das sage ich heute in meiner allernettesten und manierenvollsten Weise. Fickt euch. Ihr könnt hier oder hier weiterschauen. Ich habe schon viele Energy Drinks rezensiert. Vielleicht gebt ihr mir auch einen Daumen hoch, würde mich sehr freuen. Oder abonniert mich, wenn ihr weitere Energy Drink Reviews sehen wollt in naher Zukunft. Ciao, Leute!